Hallo ihr Lieben, ich bin Tommy. Ich freue mich, euch heute bei bestem Frühlingswetter begrüßen zu dürfen. Heute werde ich in den Wald gehen und leckere Bärlauchbutter machen. Wenn ihr möchtet, kommt gerne mit. Und was brauchen wir dazu? Da wären Butter, etwas Salz und natürlich Bärlauch. Und den gehen wir jetzt sammeln. Wann ist die beste Erntezeit für Bärlauch? Im Frühling, wenn der charakteristische Geruch durch die Wälder zieht, dann ist Bärlauchzeit. Ernten kannst du ihn je nach Region ab Mitte März, Anfang April bis zur Blütezeit etwa Anfang Mai. Er wächst zwar auch noch danach, aber ernten solltest du das Wildkraut dann nicht mehr. Er verliert deutlich an Geschmack. Das Gerücht, er sei giftig oder ungenießbar nach den Blüten, stimmt zwar nicht, allerdings werden die Blätter faseriger und verlieren, wie gesagt, den tollen Geschmack. Die Bärlauchzeit ist dann einfach vorbei. Wirklich wichtig ist jedoch das Unterscheiden von leckerem Bärlauch und dem wirklich giftigen Maiglöckchen. Beide Pflanzen erkennst du an der länglich-ovalen Blattform. Beim Bärlauch ist die Unterseite der Blätter matt und nicht glänzend. Sie sind auch eher flach wachsend und nicht leicht wellig wie beim Maiglöckchen. Und die Blätter des Bärlauchs wachsen einzeln, fast direkt aus dem Boden. Nicht so wie hier. Hier seht ihr Maiglöckchen. Ihr seht, die Blätter wachsen aus einem Stängel heraus, nicht direkt aus dem Boden, sind leicht wellig und glänzend auf der Unterseite. Am besten nicht verwechseln. Auch eine gute Methode, Bärlauch zu erkennen, ist ein Blatt mit den Fingern zu zerreiben. Bildet sich ein typischer Knoblauchgeruch, dann hast du Bärlauch. Doch Vorsicht! Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, gewöhnt sich deine Nase an den Geruch und du kannst ihn nicht mehr wahrnehmen. Irgendwann riecht alles gleich. Also eher eine Methode, um Bärlauch überhaupt zu finden. Um die Natur nicht zu schädigen, solltest du zudem ein paar Dinge berücksichtigen. Nimm pro Pflanze nur 1 bis 2 Blätter, damit sie sich regenerieren kann. Schneide die Blätter stets mit dem Messer oder einer Schere ab. Reiße keine Blätter aus. Sammle, wenn möglich, nur bei großen Bärlauchbeständen. Zertritt nicht rücksichtslos irgendwelche Pflanzen. Und nimm nur so viel Bärlauch mit, wie du tatsächlich benötigst und verarbeiten möchtest. Und zu guter Letzt, das Sammeln von Bärlauch in Naturschutzgebieten ist ohne Genehmigung verboten. Neben dem guten Geschmack liefert Bärlauch auch eine Menge Gutes. In 100 Gramm Bärlauch stecken ganze 150 Milligramm Vitamin C. Beim Zerkleinern von Bärlauch wandelt sich das enthaltene Allein in Allicin um und das schützt vor Gefäßablagerungen. Da Bärlauch abschwellend und entzündungshemmend wirkt, ist er unter anderem für Menschen mit Gicht oder Rheuma nützlich und wer viel Bärlauch isst, kann damit die Leber, den Magen und die Galle entlasten bzw. die Bildung von nützlichen Verdauungssäften anregen. Er hilft bei Magen- und Darmbeschwerden wie Blähungen und krampfartigen Schmerzen und er besitzt einen extrem hohen Gehalt an Chlorophyll. 422 Milligramm stecken in 100 Gramm Bärlauch. Chlorophyll hilft bei der Entgiftung von zum Beispiel Schwermetallen, ist gut für den Darm und sorgt für den ein oder anderen Pups und behebt auch so manche Hautprobleme und unterstützt die Wundheilung. Jetzt haben wir aber alles, was wir brauchen. Wir waschen ihn am besten sorgfältig. Nicht nur wie bei mir hier wegen dem Sahara-Staub, sondern auch ein Bandwurm oder Tierurin können unschöne Folgen haben. Während das gute Zeug trocknet, mache ich Mittag. Es gibt natürlich Bärlauchpesto. Wenn ich darüber auch mal ein Video machen soll, schreibt es mir in die Kommentare.
Jetzt geht's aber wieder zurück in den Wald. Als erstes schneiden wir den Bärlauch recht fein. Das ist etwas Fleißarbeit. Dann kommt die Butter rein. Wir vermengen. Salz rein. Wir vermengen. Dann sind wir fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video.